Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute wird es richtig, richtig spannend, also auch für mich. Ich bin gespannt. Ihr konntet das bestimmt schon den Titel entnehmen. Und zwar habe ich sowas in der Art noch nie gedreht. Es gibt heute einen H&M Live Shopping Haul. Ihr bestimmt, was ich kaufen werde. Was mache ich hier? Und zwar habe ich euch auf Instagram unter einem Foto gefragt, stellt mir doch bitte Aufgaben, wie, also die rund um H&M mit der Website quasi zu tun haben. Also sag mir zum Beispiel, ich soll auf Damen drücken, auf Pullover, dann 5-mal runterscrollen und und dann das dritte Produkt kaufen. So sieht das Ganze nämlich aus. Ich glaube, ihr kennt auch ja so Live-Hauls von anderen YouTubern. Und dann würde ich sagen, wir fangen direkt mal an. Ich habe H&M schon auf meinem Laptop offen. Ich werde jetzt klein gemacht hier auf dem Bildschirm. Leute, ich habe hier mein Handy in der Hand und habe mir die besten Aufgaben quasi ausgesucht. Und dann fangen wir mal an. Ich werde euch natürlich die bestellten Sachen danach auch zeigen. Es wird jetzt zwar bestimmt H&M dauert immer arschlange. Es wird jetzt bestimmt zwar eine Woche dauern, aber ich werde euch die Sachen auf jeden Fall noch in diesem Video zeigen. So, die erste Sache ist nämlich, gehe auf Damen, dann auf die Kategorie Bademode. Wo ist sie? Hier. Reduziere die Auswahl auf Strandmode. Wo ist es denn? Strandmode. Hier. Und nimm das 11. Teil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kostet 7,99 €. Eine coole Sonnenbrille. Okay. In grün oder? Ja, okay. Nehmen wir die beige. Das war ja die. Okay. In die Einkaufstasche. Das geht ja nochmal. Theoretisch bräuchte ich eh eine neue Sonnenbrille. Naja, wir gucken mal weiter. Okay, dann nochmal was mit einer Brille. Und zwar gehe auf Accessoires. Accessoires. Wo ist es denn? Hier. Filtere die Produkte so, dass du nur noch die Sonnenbrillen zur Auswahl hast. Ja. Und suche dir die verrückteste Brille aus. Viel Spaß. Okay. Die verrückteste Brille. Ja, die habe ich mir schon mal bestellt jetzt. Verrückteste Brille. Die ist hässlich. Okay, verrückt verbinde ich jetzt einfach mal mit hässlich oder sowas, was ich halt nie tragen würde. Hallo. Die ist echt hässlich, oder? Oh, die. Okay, Leute, ich glaube, ich habe die hässlichste Brille, die verrückteste Brille gefunden. Und zwar nehme ich mir hier die schöne rote Brille mit. In die Einkaufstasche. Supi! Also Leute, ich kann euch sagen, diese Brille ist so eng. Die tut so scheiß weh. Ja. Wunderschön, oder? Okay. Gehe zu Divided. Kleider, Jumpsuits. Runterscrollen und das 26. Teil, linke Seite. Okay, also Kleider, Jumpsuits. Bin ich denn hier? Dann runterscrollen und das 26. Teil, linke Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Oh. Okay, sowas würde ich niemals im wahren Leben anziehen. Aber wir müssen es ja trotzdem bestellen. Ich glaube, ich nehme jetzt mal ein M. Und, wow, wie sieht das aus? Okay, wir nehmen es einfach mal in Schwarz. Kostet 10 € eigentlich für billig, aber. Oh, baby, I'm gonna show you.
Nächste Aufgabe. Schreibe Babykleidung und nehme das 12. Produkt. Okay. Ich habe schon wieder vergessen, mein Mikro anzustecken. Okay, Babykleidung und nehme das 12. Produkt. Huch, wir konnten nicht finden, wonach sie suchen. Okay. Nächste Aufgabe. Dann, gebe Sommerkleider ein und scrolle 3-mal runter und nimm das erste Kleid, das rosa ist. Okay. Sommerkleider. Scrolle 3-mal runter. Ich mach das mal hier, warte mal. Nee. Okay, scrolle 3-mal runter. 1, oh Gott, es war jetzt arg runtergescrollt. 2, 3. Okay, und dann nimm das erste Teil, was rosa ist. Also muss ich weiter scrollen, bis ein rosanes Teil kommt. Das wäre dann wohl das lange Satinkleid. Ach du Scheiße. Okay. Na gut, aber es kann angezogen eigentlich ganz cool aussehen. Okay, was denke ich? 38 werde ich mir mal mitnehmen. Gibt es auch noch ein Schwarz, aber ich muss ja rosa mitnehmen. Okay, in die Einkaufstasche. Das ist auch eine krasse Aufgabe. Gehe auf Damenbekleidung. Dann festliche Anlässe. Dann auf Hochzeitsgeschenke und nehme das erste Produkt. Ja, toll, wieso muss ich jetzt wieder hochscrollen? Das ist ein runder Spiegel mit Lederrahmen. Okay, Leute, das werde ich mir aber nicht bestellen, weil ich ja ganz sicher nicht alle Sachen behalten werde. Und ich weiß nicht, ob er den Spiegel überhaupt noch zurückschicken kann. Und so einen Spiegel brauche ich jetzt nicht unbedingt. Deswegen, ich hoffe, ihr verzeiht mir das, wenn ich jetzt einfach das 2. Produkt nehme. Ja, das ist eine Kissenhülle aus Samt. Und wieso zum Teufel ist das ein Hochzeitsgeschenk? Naja, okay, dann werden wir es auch in grün, so wie es da steht, mitnehmen. So Leute, das ist übrigens das Kissen. Also ich mag den Stoff eigentlich mega, mega gerne. Ist halt so Samt und ist auch richtig schön groß. Ja, also ich kann eigentlich die Kissen von H&M empfehlen, weil ich selbst eins zu Hause habe. Also ich finde die richtig, richtig cool. Genau. Okay, das fand ich auch cool. Kaufe ein Oberteil für deine Mama und zeige es dann getragen an ihr. Und unten drunter steht, Schwester geht auch, deswegen werde ich jetzt was für meine Schwester aussuchen. Da gehe ich jetzt einfach mal auf Bekleidung. Ich glaube, ich suche da was richtig Hässliches aus. Okay, nur noch was finden, ne? Also das finde ich schon mal ganz hässlich hier. Ich glaube, das nehme ich da mal mit. In XL, okay, das war jetzt echt fies. Okay, meine Schwester trägt so hier XSS. Nehme ich der mal S mit. Das finde ich echt nicht schön. Gibt es noch in hässlicheren Farben? Ja, gut. Okay. Okay, also meine Schwester, ihr werdet sie am Ende des Videos mit dieser Hose sehen. Dann gehe auf Damenbekleidung und auf Jumpsuits. Wo finde ich das? Jumpsuits. Dann scrolle blind runter und nehme das 4. Produkt. Okay. 4. Produkt. Okay, die Hosen zählen doch jetzt auch noch, oder? 1, 2, 3, 4. Jumpsuit aus Spitze. Wieso kostet immer alles 50 Euro? Ja, der ist eigentlich voll schön. Okay, probieren wir das Ganze mal. Das nehmen wir doch mit. In S oder M? Ich weiß nicht. Lieber ein bisschen lockerer, oder? Was sagt ihr? Okay, in die Einkaufstasche. Oh, baby, all I need. I need a one more chance. Oh, baby, let me show you. I need a one more chance.
Okay, dann die nächste Aufgabe. Nimm das erste Kleid, welches du im H&M-Store findest. Finde ich auch cool. Dann scrollen wir jetzt einfach mal runter und hoffen, dass irgendwo ein Kleid kommt. Der Pulli ist schön. Okay, Kleid, Kleid, Kleid. Da, Kleid in A-Linie. Habe ich nicht vorhin schon so ein schwarzes mitgenommen? Okay, da muss das auch noch mit. Das ist nämlich aber ein S mit. Ich glaube, das fällt bald. In die Einkaufstasche. Okay, Leute, also wir haben jetzt eine Sonnenbrille im Einkaufswagen, noch eine Sonnenbrille, dann einmal das gerippte Kleid, ein langes Satin-Kleid, eine Kissenhülle aus Samt, eine weite Jerseyhose für meine Schwester, Jumpsuit aus Spitze und Kleid in A-Linie. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns. Die Bestellung ist jetzt bestimmt schon angekommen. Ja, Leute, dann beende ich jetzt hier meinen wunderschönen Outfit auch mal dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich fand, dieses Satin-Kleid sah erstens aus wie nur so eine, hat auch eine Ähnlichkeit mit einem Bademantel gehabt. Das war ganz seltsam. Ja, ich hoffe, ihr könnt mich überhaupt ernst nehmen. Das Einzige, was ich gut fand, war dieses grüne Kleid, weil es war echt luftig. So ein einfaches Basic-Kleid. Und ja, das kann ich mir auch sehr gut im Urlaub vorstellen. Okay, Leute, ich beende jetzt dieses Video. Ich glaube, ihr könnt mich nicht mehr ernst nehmen. Und danke, dass ihr vorbeigeschaut habt, so rum. Abonniert mich sehr gerne. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und lasst mir einen Daumen hoch da. Und dann würde ich sagen, bis zu meinem nächsten Video, Leute, morgen, also heute eigentlich, fliege ich nach Marokko. Woo! With my pretty little Galway.